Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Schwangerschaftsupdate. Das ist das Update für die 37. und 38. Schwangerschaftswoche. Und ich werde deswegen von den letzten 1, 2, 3 Wochen kein Video mehr machen, weil ich ja dann meine Schwangerschaftsvlogs habe und da erfahrt ihr ja, wie es mir aktuell geht. Und deswegen wird das mein letztes Schwangerschaftsupdate sein. Vieles habt ihr ja schon aus meinen Schwangerschaftsvlogs erfahren, wie es mir so aktuell ging. Nicht sehr gut, aber ich werde jetzt nochmal im Einzelnen auf die einzelnen Sachen eingehen. Fangen wir mal mit so körperlichen Sachen an. Was ich im Moment ganz, ganz schlimm habe, sind Pickel hier im oberen Rückenbereich, also hier so am Nacken. Das hatte ich aber bei Vince auch schon. Manu meint aber, dass es bei Vince noch viel, viel schlimmer war. Mir reicht das so schon, wie es jetzt ist. Ganz furchtbar. Dann habe ich extrem juckende Kopfhaut. Da kann ich euch sagen, hilft zum Beispiel eine Maske aus Kokosöl, also Kokosöl, wie man es halt zum Kochen nimmt, einen Teelöffel nehmen und den in die Kopfhaut einmassieren und 10 Minuten einwirken lassen, dann ausspülen. Und ich habe jetzt von Isana Med, also dieser Rossmann-Marke, ein Shampoo für trockene Kopfhaut. Das ist auch sehr, 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 sehr gut. Das hilft mir auch wirklich sehr weiter. Ansonsten habe ich fettige Haare, die muss ich wirklich jeden Tag waschen. Aber es ist okay, also es gibt Schlimmeres, als die Haare jeden Tag waschen zu müssen. Schlafen kann ich sehr, sehr schlecht. Ja, es gibt immer verschiedene Dinge, die mich am Schlafen hindern. Abends ist es halt meistens so, dass ich nicht einschlafen kann wegen meinen Restless Legs. Also das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass man dieses Bedürfnis hat, die Beine die ganze Zeit bewegen zu müssen, nicht still liegen zu können. Da hilft mir eigentlich nur, wenn Manu mir die Beine massieren kann, bevor wir einschlafen. Aber da er ja nicht immer da war, lag ich zum Teil 2-3 Stunden wach und konnte halt nicht schlafen und konnte auch nicht liegen, musste dann halt sitzen. Wenn es nicht die Beine sind, dann ist es irgendwas anderes, was mich am Schlafen hindert. Übelkeit, ich weiß nicht, wie ich liegen soll oder ich bin einfach wirklich todmüde und kann einfach nicht einschlafen. Sonst kann ich dann eigentlich relativ gut schlafen. Ich habe aber auch so Tage, wo ich dann so um 3 wach werde und auch bis um 5 erstmal nicht mehr schlafen kann. Aber ich glaube, das kennt jede Schwangere. Warum auch immer das so ist, es ist einfach so. Ja, und wenn ich dann schlafen kann, dann wache ich natürlich auch, weil ich auf Toilette muss. Also ich muss so 3 bis 4 Mal auf Toilette in der Nacht, was zum einen natürlich daran liegt, an dem Himbeerblättertee, den ich ja seit der vollendeten 36. Woche trinke. Der regt ja die Nierentätigkeit an, dann trinke ich Brennnesseltee, um das Wasser einzudämmen, weil ich habe jetzt ein bisschen Wasser in den Füßen und auch in den Händen, aber es hält sich wirklich schön in Grenzen. Nichtsdestotrotz trinke ich halt Brennnesseltee und der regt natürlich auch die Nierentätigkeit an und da ist das natürlich kein Wunder und dann liegt das Baby ja auch sehr, sehr, sehr tief. Das werdet ihr dann gleich noch sehen, wenn ich euch den Bauch zeige. Also das Baby ist wirklich sehr weit runtergerutscht. Die Hebamme hat ja gesagt, also es ist schon mal gut, ne? Schön weit runtergerutscht, aber das Köpfchen liegt noch nicht fest im Becken. Das sind für mich so Aussagen, die für mich keine große Rolle spielen, weil Vince ist zum Beispiel gar nicht runtergerutscht, wirklich null. Der lag zur Geburt immer noch hier oben, da musste ich dann im Kreißsaal ganz schön rumhampeln, dass er runterrutschte. Von daher bin ich natürlich froh, dass Baby Nummer 2 runtergerutscht ist. Allerdings hat das jetzt für mich keine Auswirkungen darauf, wie ich planen kann, wie lange es noch bis zur Geburt dauert. Dann ist die Übelkeit bei mir zurückgekommen. Also ich hatte die ja zum Beginn der Schwangerschaft und jetzt ist sie wieder zurückgekommen. Nicht so stark und auch nicht jeden Tag, aber sie ist halt immer mal wieder da. Die Hebamme sagt, das kann zum einen daran liegen, dass das Kind sich dann alle Nährstoffe aus dem Blut genommen hat und ich erst wieder anreichern muss, also irgendwas essen muss oder so zum Beispiel. Ich kann euch auch nicht sagen, was mir in dem Moment hilft, weil das habe ich noch nicht rausgefunden. Bei mir geht die Übelkeit einfach irgendwann weg. Also ich versuche dann ganz normal meinen Alltag weiterzumachen, mit Vince rauszugehen. Ich kann auch ganz normal essen und warte einfach darauf, dass die Übelkeit wieder vorbeigeht, wie es bei so vielen Dingen ist. Also ich habe nach wie vor, ich bin ja so ein Mensch von To-Do-Listen, ich habe nach wie vor meine To-Do-Liste, allerdings nicht mehr für jeden Tag, sondern was ich so in der Woche schaffen will, weil ich einfach tagesabhängig schauen muss, wie es mir einfach geht.
Ich habe manchmal Tage, da schaffe ich früh Vince in den Kindergarten und lege mich dann nochmal hin. Stehe dann für 1, 2 Stunden auf und lege mich wieder hin, bis ich ihn aus dem Kindergarten abhole, weil so gar nichts bei mir geht. Weil ich habe Übelkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, also hier so im oberen Bauchbereich, Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen, natürlich nach wie vor meine Wehen, die auch, wenn ich es jetzt mit den Übungswehen vergleiche, die ich bei Vince hatte, nicht mehr wehtun, aber schon stärker sind. Also sie belasten meinen Körper irgendwie mehr. Ich habe dann manchmal so Herzrasen und mir wird ganz, ganz heiß. Also Leute sehen mir auch an, wenn ich so eine Übungswehe habe, dann werde ich halt relativ rot im Gesicht und bin dann auch ganz ruhig, weil ich mich darauf konzentrieren muss, weil mir sonst einfach schwindlig wird. Und ja, und da muss ich dann immer abhängig davon schauen, ja, wie es mir den Tag geht, was ich machen kann. Ich habe auch sehr, sehr gute Tage. Dann kann ich eine halbe Stunde spazieren gehen, ich kann putzen, ich kann kochen, ich kann alles machen, was ich will. Und ja, meistens ist es so, dass es mir zum Abend hin am schlechtesten geht. Ist einfach so. Das ist halt im Moment so und da muss ich dann halt abhängig davon, was mir gerade wehtut oder auch nicht wehtut, schauen, was ich machen kann. Aber da bin ich relativ flexibel, da bin ich entspannt, so ist es halt jetzt nun mal so. Ich hatte letzte Woche Dienstag fing das an. Und zwar war das auch wieder so ein Tag, wo es mir ein bisschen nicht so gut ging und da habe ich mich früh morgens nochmal hingelegt. Und gegen 10 werde ich wach, weil ich extreme Nierenschmerzen habe. Und ich bin ja ein Mensch, ich bin sehr, sehr anfällig auf die Nieren. Ich habe seit Jahren ständig Blasenentzündungen und Nierenbeckenentzündungen. Und es fühlte sich halt so an wie eine Nierenbeckenentzündung, wenn man das so erfahrungsgemäß hat, ne? Und ich wusste nicht, ich konnte nicht mehr liegen, ich wusste nicht, mir tat es so weh. Und wir haben mal gehört, Manu war zum Glück da, dass man dann in den Vierfüßlerstand gehen soll, einfach um die Nieren zu entlasten, weil wahrscheinlich das Kind drauf liegt. Also bin ich in den Vierfüßlerstand und da bin ich, glaube ich, 1,5 Stunden geblieben, ehe diese Schmerzen endlich aufhörten. Und das waren wirklich Schmerzen. Also das tat wirklich richtig, richtig doll weh. Und wie gesagt, nach 1,5 Stunden ging das Ganze wieder weg. Was für mich bedeutet, dass es keine Blasenentzündung ist, weil dann wäre der Schmerz ja dauerhaft da. Das heißt, das Kind lag dann irgendwie ungünstig, hat irgendwas abgedrückt, weiß der Kuckuck nicht. Und seitdem kommt es aber jeden Tag. Und dann ja, dauert das so 1 Stunde, 1,5 Stunden, bis die Schmerzen wieder weggehen. Aber in dieser Zeit, wenn ich diese Nierenschmerzen habe, ist meistens linksseitig, kann ich gar nichts machen. Also eigentlich kann ich nicht liegen, nicht sitzen, nicht stehen, gar nichts. Also ich versuche dann die bestmöglichste Position für mich zu finden. Meistens heißt im Vierfüßlerstand, Kissen noch unter den Bauch gebaut, damit ich den auflegen kann, damit ich den nicht tragen muss. Und dann warte ich einfach, bis das Ganze vorbei ist. Wir haben natürlich mit dem Gedanken gespielt, zum Arzt zu gehen, ins Krankenhaus zu fahren. Aber was hätte ich denn für Möglichkeiten? Gehen wir mal davon aus, es wäre wirklich eine Blasenentzündung. Dann müsste ich Antibiotika nehmen, was ich jetzt in der Phase der Schwangerschaft gar nicht möchte. Variante Nummer 2 wäre, die Ärzte sagen, gut, Sie sind jetzt so weit, leiten wir doch einfach ein. Einleiten kommt für mich auch nicht in Frage, wenn es nicht nötig ist, weil das Kind in Gefahr ist. Weil einleiten, das ist, hat für mich irgendwie sowas von, ich bestimme jetzt, dass das Kind jetzt kommt und nicht das Kind bestimmt für sich selbst, dass es jetzt zu uns kommen möchte. Und das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, dass unser Baby entscheidet, sich jetzt auf den Weg zu machen und dass nicht wir das für das Baby entscheiden. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich nicht eingeleitet werden muss. Ja, ansonsten poste ich ja relativ viel auch darüber, wie es mir so geht. Und ich poste auch öfter, dass ich mir natürlich wünsche, dass unser Baby sich jetzt schon auf den Weg macht. Einfach weil es so anstrengend für mich ist. Ich weiß aber natürlich, dass eine Schwangerschaft 40 Wochen geht, dass das Baby auch noch Zeit hat, aber ist es zeitgerecht entwickelt. Ab der 36. Schwangerschaftswoche kann ein Baby ganz normal auf die Welt kommen. Und es sind einfach so diese körperlichen Anstrengungen, die es jetzt für mich schwer machen. Wo meine Hebamme gesagt hat, und das ist eigentlich ein Gedanke, der mich, oh, ihr merkt, ne? Die Schnappatmung. Was meine Hebamme gesagt hat und was mich auch aufrecht hält,
Wenn man früh in der Schwangerschaft gute, starke Wehen hat, so wie das ja bei mir ist, ist es leichter für die Geburt. Und deswegen ertrage ich das alles. Ja, schumpel so vor mich hin im Watschelgang und werde halt einfach schauen, wann das Baby kommt. Das kann uns sowieso niemand sagen. Das ist einfach, ich werde halt ständig gefragt, wie lange ist es denn noch? Und ach, jetzt wird es aber sehr beschwerlich. Und ständig kriege ich Nachrichten, wie es mir geht, ob ich noch zu Hause bin, ob ich im Krankenhaus bin, ob das Baby da ist. Wann das Baby denn kommt, was die Hebamme, was die Ärzte sagen, es kann halt niemand sagen. Es ist einfach so. Wir sind jeden Tag darauf eingestellt, aber es kann halt bis zum 25.03. dauern. Es kann sogar noch eine Woche darüber hinausgehen. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, weil Manu ab jetzt den Rest des Monats zu Hause ist und dann ab April aber schon wieder arbeiten geht. Und da wäre es halt ganz schön, er wäre dann noch so ein, zwei Wochen da, wenn wir aus dem Krankenhaus kommen. Aber ich kann es mir einfach nicht aussuchen. Mein Baby entscheidet, wann es bereit ist, wann es kommen möchte und darauf warte ich jetzt einfach. Wir sind vorbereitet, es ist soweit alles fertig, im Kinderzimmer ist soweit alles fertig, meine Taschen sind gepackt, das Babybett im Schlafzimmer ist auch aufgebaut, alle Sachen sind gewaschen und so. Also jeder weiß auch Bescheid, jeder kennt den Ablauf, wie es funktioniert. Vince ist untergebracht und ja, deswegen, Vince ist jetzt immer so. Wir reden natürlich viel über das Baby. Ich habe ihm auch erklärt, dass ich da ins Krankenhaus muss, und er dann beim Opa schlafen kann, worüber er sich sehr freut. Für mich wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, diese 4 Tage, die ich dann dort sein werde, dass Vince halt nicht die ganze Zeit da ist. Aber das ist ja mein Problem und nicht Vince' Problem. Und wir reden halt, wie gesagt, viel über das Baby und auch über den Bauch. Und dann kommen halt so kindliche Sachen aus seinem Mund, wie als er das Babybett im Schlafzimmer gesehen hat. Hat er mir halt erklärt, dass das Baby dort schlafen wird, weil es am Anfang so laut ist und deswegen nicht in seinem Zimmer schlafen kann. Oder letztens hatte das Baby Schluckauf und habe ich seine Hand genommen und draufgelegt und halt ihm erklärt, dass das Baby jetzt Schluckauf hat. Und seitdem hat das Baby jeden Tag Schluckauf und immer. Und Vince erzählt das auch jedem, dass unser Baby Schluckauf hat. Und es ist schon sehr schön, das auch mit ihm so zu erleben. Gerade jetzt so die Endphase. Aber er merkt, dass irgendwas im Busch ist. Er ist sehr, sehr anhänglich und auf mich bezogen. Also ich glaube, er weiß auch oder er spürt irgendwie, dass ich jederzeit weg sein kann, dass ihn dann jemand anderes irgendwo abholt oder plötzlich jemand anderes da ist. Und ja, aber es geht halt nicht anders, ne? Es ist halt einfach so. Und ich hoffe ja, dass er mich jeden Tag dann besuchen kommen kann. Und dass ich dann nach den 4 Tagen auch nach Hause kann, dass es nicht wie bei Vince ist, dass wir länger im Krankenhaus bleiben müssen. Und ja, wie gesagt, das war mein letztes Schwangerschaftsupdate. Wenn ihr noch Fragen habt, zu irgendwelchen Befindlichkeiten, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann beantworte ich das natürlich. Und über den weiteren Verlauf halte ich euch jetzt in meinen Schwangerschaftsvlogs auf dem Laufenden, die ja einfach so ganz sporadisch kommen, wie es was zu erzählen gibt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich zeige euch jetzt noch meinen Bauch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!